Willkommen zurück zu Shovel Knight bei Spectre Knight beim Lichhof. Mit dem großartigen Ritter mit der Schaufel. Ich werde einfach nicht müde, das zu betonen. Einfach weil es so toll ist. Und hier gibt es ein neues Element, das man, glaube ich, genau so verwenden kann. Ah, ein Frosch. Du sammelst die gehen nicht kaputt, die Teile, ne? Kann ich ihn mehrfach nach oben schaufeln? Ja! Sehr schön. Ah! Nix da. Meine Schaufel ist nicht elektrisch leitfähig. Naja, der Griff zumindest, ne? Ah, sehr gut. Okay, was? Was ist das denn? Ein Geist? Kann ich ihn nicht besiegen? Ah, Frosch. Na, komm mal her. Ich kann ihn wohl nicht besiegen. Das ist ja ätzend. Kann ich den vielleicht mit... Nö, kann ich nicht. Da geht's auch nicht weiter. Ey, da kann einfach da durch. Das ist ja gemein. Ah, eine Bombe. Wie gemein. Moment, das da oben kann ich auch wegmachen, oder? Ja. Was haben wir hier? Eine Bombe. Boah, ist das gemein. Bomben. So, wenn ich schon mal Mana krieg, dann verwende ich es auch. Und ich muss gestehen, ich nehme das hier auf, bevor die letzte Folge veröffentlicht wurde. Das heißt, ich weiß noch nicht, was ihr gesagt habt, ob ich Mana oder Leben machen soll. Und deswegen werde ich mich auch diesmal noch nicht entscheiden. Ey, was macht der denn da? Komm halt, jetzt komm halt her. So, geht doch. Ach, verdammt. Nein, das wäre mein Weg nach oben gewesen. Mist, kommt er wieder? Bitte komm wieder. Ja, der kommt wieder. Komm her. Komm her. Okay, so klappt das nicht. Ah, die kommen wohl immer wieder. Typen. Hey, kommst du... Was tust du da? Warum? Sag mal. Wie zum Henker kriege ich dich dazu, nicht darüber zu laufen? Vielleicht mit einem Feuerball, denke ich mir so. Jetzt komm halt her. Ach je. Das wird so nix. Da komme ich da halt nicht hoch. Hey! Was macht der denn da? Okay. Den kann ich einfach so Schaden zufügen. Wow! Ja! Hey! Das war ja einfach. So, ich will jetzt aber da hoch. Vielleicht so? Nee. Ey! Ich komme da nicht hoch. Warum läuft er immer nach rechts? Sag mal. Das wird so nix. Warum geht das nicht? Das kann doch nicht so schwer sein. Ich wollte eigentlich schauen, ob es hier oben was gibt. Na egal, habe ich ein bisschen Gold gekriegt. Immerhin als Kompensation dafür, dass ich da nicht hochkomme. Wieder ist wieder da, da gibt der Boss. Jetzt kommen wir mal her. Ups. Wobei, was passiert, wenn ich den nochmal besiege? Kriege ich dann nochmal die ganze Sache? Na, nur ein bisschen Mana. Und Essen. Immerhin kann ich mich wieder heilen. So. Ist das gemein? Dass der immer da wegläuft. Ehrlich. Geht ja mal gar nicht. Ich meine, was soll das? Der ist offensichtlich dafür da, dass ich da rüberkomme. Dann läuft er einfach weg. Ist er rüber? Nö. Ja, das ist nach daneben. Aber so geht das. Und du bist mein
toter Gegner. Wow, was haben wir hier? Dunkel. Ich trau mich nicht. Hä? Gut getroffen. Ah, da ist noch einer. Komm halt mal runter, ja. Komm mal her. So. Die sind ja nervig. Ah, der kann da ja durch, gell? Geh weg. Niemand mag dich, du hast keine Freunde. Ich sagte, geh weg, du hast keine Freunde. Insbesondere bin ich nicht dein Freund. So, ich wollte das Geld da oben. Und aufpassen, dass ich da nicht runterfalle. Oh, yeah, ich habe gespeichert. Also, ich habe wieder einen Checkpoint erreicht. Ich damit sagen, ah! Ist ja schön. Wow, da geht's runter. Das ist ja nett, dass diese Lücken in der Wand immer so schön markiert sind. Hm, wie komme ich darüber? Na, so. Natürlich kommt auch ein Geist raus. Yay, Geld. Geh weg. Ja. Nein, der hatte Geld. Kommt er wieder? Oh, da kommt nicht wieder. Schade. Ich meinte den Ritter, nicht den Geist. Ach ja. Naja, gibt's Schlimmeres. Kann ich da hoch? Ja, ich kann da hoch. Oh, da ist dunkel. Mit Plattform, wie gemein. Aber ein Notenblatt, es gibt 500 Geld. Immerhin werde ich bei dem Geist nicht zurückgeschleudert, wenn ich den schlage. Tada! Ich wusste nicht, ob da ganz rechts so ein Abgrund ist oder nicht. Deswegen habe ich da kurz pausiert. Weil ich da nicht runterfallen will. Oh, was ist das? Ah! Okay. Ich habe den gerade zerdrückt. Das ist ja interessant. Wow. Okay, aber unter 0 gehen die nicht runter. Was passiert jetzt damit? Okay. Weg damit. Interessant. Nicht gut. Ey. Weg mit dir. Aber zerstören kann ich hier nicht die Kronen, ne, von denen. Nur wegschaufeln. Da drüben ist ein Gegner. Komm. Schnuppermana. Sage ich dazu nur. Hab ich alles? Nein, da liegt noch was. Da liegt noch was auf der Plattform. Das hätte ich gerne. Und zwar. Ach, nö. Ah, es ist despawned. Und ich bin daneben gesprungen. Naja, war ja nicht viel. So, wie komme ich da jetzt runter? Ah, mit Hilfe des Frosches. Oder? Komm mal her. Du bist mir zu unstet. Ich brauche einen verlässlichen Partner. Okay, warum kam das vorher nicht hoch, als die Krone oder als die Kopfbedeckung alleine drauf war? Ist ja ein bisschen blöd. Ja. Kannst du zerstören? Nee, nicht. Draufstellen? Nee. Lustigerweise ist da nicht schwer genug, wenn ich da drauf knalle immer wieder. Ist ja ein bisschen seltsam. Okay, was soll's. So, hier ist Geld. Da ist Geld. Wow! Ich will da mal hoch, bitte. Dankeschön. Kistian schon wieder. Ob im Dorf oder unterwegs, ich habe die besten Angebote. Du wirst nicht glauben, was ich in der Kiste gefunden habe. Mal sehen? Ja klar. Ausblender-Medaillon. Entrinne allen Gefahren, aber nur kurz. Ja, das nehme ich.
wird genauso eingesetzt wie der Feuerstab auch. Und dann kann ich kurzzeitig Schaden ignorieren. Aber warum sollte ich das... Ja, deswegen sollte ich das tun. Dann komm her. Ey! Ich will doch gar nicht ausweichen. Ich will das Geld. Komm her. Was soll ich ausweichen wollen? Ist da Essen drin? Nein, eine Bombe. Das war irgendwie unnötig. Da ist Essen drin. Yay. Das war so unnötig, da gerade hochzuspringen, weil ich da einfach hochklettern kann. Aber hey, was soll's. Ich will da rüber. Aha, da oben. Moment. Geh mal weg. Geh mal weg. Ich will dahin. Was? Warum habe ich nicht mehr den ausgewählt? Und abgesehen davon, warum habe ich gerade gezaubert? Das wollte ich doch gar nicht. Yay, noch ein Blatt. Warum ist der wieder da? Dann krieg ich meinen Mana wieder. Weg mit dir. Hinfort. Das sieht doch so aus, als würde ich da hoch können, oder? Aha! Tatsächlich! Kann ich da jetzt dann auch rüber? Nee. Das ist ja gemein! Das ist ja sehr gemein. Moment, da möchte ich gerne ein kleines Experiment wagen. Was passiert, wenn der Gegner und dieses Teil da drauf... Ja, so viel dazu. Gut zu wissen, mit der Krone kann ich auch Schaden machen. Ey, warum Krone? Warum sag ich eigentlich Krone? Es ist ja keine Krone. Was? Was ist passiert? Was war das gerade? Warum ist der Boden da durchlässig? Was war das denn bitte gerade? Wie gemein! Naja, immerhin komme ich da wieder hoch, ja? Schon, aber es ist trotzdem gemein, dass ich da einfach runterfalle. Ey! Ach nö. Ach nö. Schon wieder Geld weg. Da soll ich jetzt drauf, oder was? Ah, okay. Klappt das? Wow! Puh, da ist ja ein Gegner auch auf der Plattform. Gemein. Aber mit seinem Kopf kann ich den anderen abschießen. Ha! Sag ich doch. Was liegt da jetzt für mich? Ein bisschen Geld. Nehme ich gerne. Geh weg, du! Geh weg, du blöder Geist! Ich kann ja von dem noch nicht mal abspringen. Weg mit dir. Ich hätte gerne wieder Licht. Ah, schön. Oh, was ist das? Essen. Brauche ich zwar nicht, aber egal, gib her. Oh, ein Tor, durch das ich hindurchschreite, um wohin zu gelangen. Na, ich habe gerade gespeichert. Spectre Knight, dies ist kein Ort für die lebenden Sterblicher. Du wirst gerufen, wenn deine Zeit gekommen ist. Und jedem ist seine Zeit vorbestimmt, wie auch deinem geliebten Shield Knight. Lüge! Sowas kaufe ich doch keinem Phantom ab. Allein deine Existenz ist schon eine niederträchtige Täuschung. Hehehehe. Die Verzauberin steckt voller Überraschungen. Sie hat mir neues Leben geschenkt, damit ich dir deins nehmen kann. Na, okay, das klappt nicht. Ja!
Haha! Haha! Hab ich dich! Möchte ich zweimal? Leider nur einmal. Wow, was? Nimm das, Bösewicht! Schnuppergas, Bösewicht. Da krieg ich dich dreimal, aha! Weg mit dir! Wow, Gegner! Die Böse! Schwört er da einfach? Ah. Ey! Hau nicht ab, wenn ich dich schlagen will. Ah, Mana. Ah. Ah, verdammt. Jetzt wechselt er einfach die Seiten. Bleib ich mal hier. Ach, komm schon. Und jetzt wieder nach links unten. Nein, nach oben. Wow. Was? Dunkel? Wie gemein? Nein! Noch 5 Treffer, dann hab ich dich. 4 Treffer. 3 Treffer. 2 Treffer. Ah! So knapp. Und da bist du Geschichte. Geht doch. Heldentat vollbracht. I'm alive. Sagt Steam. Und damit ist der zweite böse Ritter besiegt. Sehr schön. Und ich habe wieder mein wohlverdientes Lagerfeuer in der Nacht. Und schlafe gemütlich ein. Und da fällt wieder jemand vom Himmel. Und werde ich sie wieder retten? Werde ich sie wieder fangen? Rette sie! Natürlich rette ich sie! Aber ich will das Geld! Wann kommt sie denn? Hallo? Wann kommt die denn? Da kommt sie! Hab dich! Ach, ich habe danach sogar mein Mana wieder voll. Das wusste ich nicht. Das werde ich nächstes Mal beachten. Und entsprechend dann auch mehr zaubern. Solange ich Mana habe. Was ist das? Eine Essensmarke. Ah! Sehr schön. Damit kann ich mein Leben nochmal verbessern. Und ich habe den Lichthof geschafft. Ja, haha. Und damit ziehen sich die Wolken ein Stückchen zurück. Und ich kann wieder ins Dorf. Ich könnte da jetzt nach oben. Ich schätze mal dieser... Ich probiere das mal aus. Was ist das? Dieser Edelstein. Letztes Mal war es ein Ritter, der erschienen ist. Diesmal ist halt so ein Edelstein erschienen. Habe ich übrigens schon erwähnt, dass ich die Musik total super finde von diesem Spiel. Uah, verdammt! Uah, verdammt! Ach, verdammt. Das war unklug. Das war unklug, sage ich mal. Genau, die Musik finde ich super. Großartig einfach. Ich hätte gerne die Sachen hier. Nein! Nein! Sind sie weg? Sind die jetzt ganz weg? Für immer? Das ist ja gemein. Mit der Schaufel kriege ich die wieder. Puh. Okay, ich glaube, ich habe ein bisschen was verloren, dauerhaft. Naja, komm, gibt Schlimmeres. Ich glaube, ich kriege hier einiges wieder. Gibt es hier eigentlich keine Gegner? Oder was ist da los? Wie komme ich da runter? So komme ich da runter. Und jetzt... Verdammt, da unten sind ja zwei Pinke, die geben ja viel mehr. Nein, wenn ich sterbe, kann ich doch nochmal hier rein, oder? Die Frage ist nur, wie sterbe ich ohne... Aha.
Was? Nein. So will ich das, genau. Ich frage mich nur, wie ich sterben kann, ohne runterzufallen. Wahrscheinlich gar nicht. Das heißt, ich muss hier runterfallen. Ah ja, da komme ich nachher dran. Ganz gemütlich, kein Problem. Da komme ich wieder dran. Jetzt kann ich das Ganze nochmal durchspielen und kann diesmal entweder in der Mitte oder unten lang gehen. Und kann mir die restlichen Goldmünzen, Edelsteine, Dinger, Teile, wie auch immer, holen. Ach, das ist ja noch ein Buch. Glück gehabt. So, hier müsste die Stelle sein. Genau. Hehe, wie einfach alles noch da ist. Sehr schön. Aber ich möchte definitiv unten rum. Ich kann ja sogar nochmal hoch. Egal, brauche ich nicht. Da ist noch ein bisschen was drin. Und dann hätte ich gerne mal altes Gold wieder. Yay! Und damit habe ich 7728 Gold. Ja, ich bin so reich. Yay! Gut, und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen im Dorf, wenn ich dann die Blätter abliefere und die Essensmarke einlöse und danach weitergehe. Wohin? Naja, zum Wald des Ausblendens oder zum Plague Knight oder zum Treasure Knight oder zu Schmechlers Steinbruch. Dann gibt es da noch den Mole Knight und ein versperrtes Tor. Ja, ne? Das sieht doch nach einem Plan aus. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.